Hallo, guten Tag, mein Name ist Markus Klann. Ich möchte Ihnen in der Epson-Projekt Professional Tools Software zeigen, wie konkret man eine Punktkorrektur vornimmt. Wenn man auf eine unebene Fläche projiziert bzw. ein gezieltes Mapping macht, zum Beispiel auf eine Fläche mit kleinen Pyramiden, dann ist es notwendig, dass man eine ganz gezielte Punktkorrektur vornimmt. Sie finden die Punktkorrektur im Bereich Settings, Geometrie Corrections und wählen den Correction Type Point Correction aus. Wie bei den anderen Typen haben Sie hier auch die Möglichkeit, als erstes eine Quick Corner Korrektur vorzunehmen. Nachdem Sie die Quick Corner Korrektur vorgenommen haben, steigen wir ein bei einer sehr groben Punktkorrektur, welche wir hier immer feiner abbilden können. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, sich auch ein Gitter einblenden zu lassen. Durch dieses sehen Sie ganz konkret, wo Sie gerade sich befinden, beziehungsweise wo sich Ihr Cursor befindet, mit welchem Sie die Punktkorrektur durchführen, welchen Bereich Sie dementsprechend also beeinflussen. Interessant ist es, dass wenn Sie ein komplexeres Gebilde haben, dass Sie dann bemerken, dass alle anderen Punkte, wenn sie immer feiner werden, sich genau auf dieser Linie befinden. Das heißt ganz konkret, wenn wir hier jetzt willkürlich eine Korrektur machen, und dabei immer feiner werden, dann bemerken Sie, dass bei den feineren Schritten die Zwischenstufen immer genau auf dieser Linie liegen. So können Sie nach und nach immer feiner werden in Ihrer Punktkorrektur. Ich empfehle jedoch, dass Sie als erstes sehr grob beginnen. Das war es von meiner Seite zur Punktkorrektur. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und es hat Ihnen Spaß gemacht. Wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.